Hallo und herzlich willkommen mit Reisende durch das Universum zurück zu Commander Keen 1 Randomizer. Und wie ihr sehen könnt, haben wir dieses Level, beziehungsweise ich habe dieses Level dann offline nochmal fertig gemacht, weil ich mir gedacht habe, das möchte nicht unbedingt nochmal jemand sehen. Und leider gab es auch hier keinen Chip-Teil, von daher stehen wir da ziemlich unbeholfen da, aber sagen wir mal so, irgendwo müssen die letzten Teile ja quasi sein. Und hier ist es auf jeden Fall schon mal schön rot und vielleicht findet sich ja hier ein Teil vom Schiff. Hier finden wir auf jeden Fall direkt beide Keycards. Das ist schon mal hilfreich. Ist halt die Frage, ob wir wirklich beide benötigen werden. Und auch an dieser Stelle möchte ich euch ein wunderschönes, nee, Moment. Jetzt hätte ich fast gesagt, wunderschönes Wochenende. Das ist ja gar nicht richtig, weil ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Wochenanfang. Ja. Immerhin haben wir in diesem Run den Pogo, das heißt, zumindest in der Theorie sollte hier nichts schief gehen. Aber ich wünsche euch natürlich auch schon jetzt ein schönes Wochenende. Weil, wenn ihr das seht, habt ihr vielleicht schon wieder Wochenende. Ja, oder ihr habt nur am Wochenende Zeit, euch sowas anzugucken. Ja, verständlich. Ich meine, ich habe auch kaum Zeit, sowas unter der Woche aufzunehmen. Ich wollte das eigentlich schon gestern aufnehmen. Hat dann zeitlich nicht funktioniert. Aber wir werden trotzdem ein bisschen Spaß haben. Ich versuche auf jeden Fall diesen Run abzuschließen. Oder alternativ an einen Punkt zu kommen, wo es nicht mehr weiter geht. Muss ich dazu wirklich noch ein... Ist das ein Joke? Ich meine, das wäre der perfekte Moment, um dieses Video zu beenden. Aber ist das ein Joke? Ich glaube, ich muss nicht erklären, dass dieses Level, naja, sagen wir mal so, einen richtigen Exit hat, der woanders ist. Und wir haben keine Möglichkeit, daran zu kommen. Das heißt, wir können direkt von vorne anfangen mit 40961 und ja, reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Ich ignoriere. Jetzt habe ich aus Versehen geladen. Well done. Nee, wir müssen logischerweise mit den neuen ich bin ein bisschen sprachlos, wenn man das gerade merkt. Das liegt nicht an meiner Müdigkeit. Das liegt tatsächlich daran, dass da einfach so dieses Teil nicht erreichbar war in irgendeiner Form. Yoppie meint, so bellows the Joystick. The Joystick? Achso, ja, stimmt, der Joystick, ja. Is found in the Treasury. Okay. Nice to know. Jetzt muss ich quasi nur wissen, wo die Treasury ist. Auf jeden Fall, wir werden jetzt mit diesem neuen Random Seed arbeiten. Ich glaube, ich habe einfach das Wort Seed gesucht. Und wir werden einfach ignorieren, was da passiert ist. Ich meine, was bleibt mir anderes an dieser Stelle übrig? Ich meine, das hat mich schon so sehr gerade fertig gemacht, dass ich gerade literally Zahnschmerzen bekomme. Ja, ist, denke ich, nachvollziehbar. Ich meine, wie sollte ein normales Wesen auch ansonsten darauf reagieren, dass quasi der letzte Part absolut gar nichts gebracht hat? Guter Tipp, mein Freund, guter Tipp. So, zwei Level ohne irgendein Gegenstand. Okay, hier haben wir das Level, das wir zum Glück noch beenden konnten. Mal sehen, ob es wieder an dem nächsten Level scheitert.
schön grün hier, muss ich zugeben. Schön grün, kann man auf jeden Fall machen. Und ich hoffe, man hört im Hintergrund nicht unbedingt allzu viele andere Geräusche, die man jetzt nicht unbedingt in dem Video hören möchte. Wir haben auf jeden Fall kein Problem mit den Keycards. Ja, aber interessant, dass auch sowas passieren kann. Munition habe ich noch keine. Das ändert sich aber jetzt. Weil eventuell benötigen wir ein bisschen Munition. Wir holen uns die blaue Keycard, die womöglich optional ist, war sie eben nicht. Aber vielleicht wird es dieses Mal der Fall sein. Oh. Okay, das ist ein Job. Ich dachte kurz, es wäre ein Garg. So, wir haben Glück oder so. Wir haben zumindest einen Teil. Wir wissen auch, dass noch ein weiteres Teil in der Treasury ist, wo auch immer die sein mag. Ich meine, die kann ja theoretisch im Secret Level liegen und dafür müssten wir ja Red Maze City überstehen. Also eigentlich müssten wir quasi nur den Secret Exit überstehen. Und mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ich muss sagen, wir sind jetzt schon besser dran als beim letzten Part. Und falls ihr denkt, ich spiele ein bisschen schneller als sonst, liegt das daran, because I do. Because I really, really do. So, wir müssen da oben hingehen, einfach nur um zu gucken, ob da etwas ist, was ich benötige. Und ich habe keine Ahnung, warum mein Zahn gerade wehtut, beziehungsweise eigentlich da, wo das Provisorium liegt, weil da ist ja im Moment gar kein Zahn, sondern das ist einfach nur das Provisorium, kann aber auch einfach an dem Wetterumschwung liegen, weil ich bin ziemlich wetterfühlig, auch was Kopfschmerzen betrifft. Das Gute an dieser Wetterfühligkeit ist, man kann so ein bisschen das Wetter bzw. den Wetterwechsel erspüren. Und für mich ist eigentlich nur hilfreich, dass Kopfschmerztabletten tatsächlich dabei helfen. Ja, ich meine, das ist nicht schön, Kopfschmerztabletten oder generell Schmerztabletten nehmen zu müssen. Aber wenn die von dem Wetter kommen, dann bringt das tatsächlich etwas. Ja, ansonsten habe ich bedauerlicherweise Probleme. Und da ist ein Pogo. Oh mein Gott, da ist ein Pogo. Wir haben zwei Leben bekommen und wir haben einen Pogo. Also viel besser kann es jetzt noch sein, wenn hier jetzt ein Teil ist, weil streng genommen, also ich meine, da müssen wir auch nicht im Original-Spiel, aber hier müssen wir tatsächlich nicht zwangsläufig überhaupt die zweite Hälfte spielen, wenn die Treasury Ja, ich bin sehr, sehr still geworden und ich glaube, ihr könnt euch auch schon denken, warum das der Fall ist. Ihr könnt euch ja theoretisch denken, was für ein Dude das gerade war. Das war nämlich nicht ein Dude von ungefähr. Und im Nu verschwindet er und bald taucht er wieder auf. Nee, das ist der Vortigern Commander. Und vielleicht ist es euch nicht entgangen, dass wir keine 105 Schuss haben. Ich müsste allerdings darunter. Ihr fragt euch vermutlich, Mann von Schikanennetzwerk, warum musst du denn darunter? Naja, aus den einfachen Grund, dass theoretisch, Moment,
Moment. Könnte ich nicht da irgendwie hier 100 Jahre gefühlt stehen? Und der Roboter, also den Tank-Robot, das erledigen lassen? Also ich meine, ist ja nur so eine dumme Idee. Ich meine, ich bin eh müde von der Arbeit. Es ist relativ warm. Ich meine, es geht, aber ich bin ziemlich kaputt. Und so eine kleine Verschnaufpause kann ich gut gebrauchen. Ja. Muss ich ja schon mal sagen. Aber das ist interessant. Würde der sich wieder lösen, wenn ich darüber gehe? Ja. He kinda would. Ich weiß nicht, ob ich 100 Jahre quasi warten möchte. Wo will der hin? Wo will der hin? Ich meine, irgendwann mal. Irgendwann mal wird der sterben. Aber es gibt auch die Chance, dass ich irgendwann mal einfach sterbe. Wenn er nämlich, warum auch immer, mal ganz, ganz schnell da hochkommt. Ich meine, ich habe ja nicht wirklich Lust, 100 Jahre hier zu stehen und zu warten. Ich mache jetzt aber etwas Dummes. But hear me out. Ich meine, ich mache was Dummes, weil theoretisch kann hier ein Teil sein, das ich benötige, anstatt 2 Milliarden Garks. Aber bisher sieht es so aus, als ob hier einfach 2 Milliarden Garks wären. Und hier ist noch ein Pogo. Aha. Ja. Interessant. Ja. Mach ich das einfach nur gerade, because I can? Absolutely. Das hat jetzt, gut, ich meine, hat auch den Grund, dass ich, möglichst sicher da, jetzt hier durchkomme. Also, das ist definitiv auch ein Grund. Übrigens, nettes Geräusch im Hintergrund. Kann man machen. Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen Munition. In Commander Keen benötigt man für gewöhnlich ja nicht so viel Munition. Also kann man das durchaus mal bringen. Bringt auch ein bisschen Punkte. Ja, wir sind zwar noch ein bisschen von dem nächsten Leben entfernt. Ich dachte erst, das wäre die Punktzahl da oben rechts. Aber das ist quasi unser Random Seed. Muss ich mir auch mal merken. Nicht, dass, wenn ich lade, der Seed sich irgendwie verändert. Okay, that's a problem. That's indeed a problem. Okay. Ja, ich meine, ich wusste, dass es eine dumme Idee ist, aber... Hey, to be fair, da hätte was sein können. Mein Problem ist halt einfach nur, die sind halt super gefährlich. Wie wär's, wenn du mal in diese Richtung 100 mal schießt oder so? Ja? Ich habe zu viel Angst, dass er sich da löst. Ja, wie lange kann das dauern? Die Antwort könnte euch nicht überraschen. Weil ich glaube, 105 Treffern kann man sich selbst schon vorstellen. In was für eine Richtung das geht. Thank you.
Ich meine, ich habe ein paar Schuss, also ich will jetzt nicht zu viel Schuss investieren. Ich frag mich schon, wie viel Schuss der gefressen hat. Ja. Wisst ihr was? Ich glaube, die einfachste Lösung hier wäre, ja, ich könnte hier YOLO machen, aber ich habe jetzt hier eine viel bessere Ausrede dafür, warum dieser Part jetzt an diesem Punkt endet. Und sagen wir mal so, ich werde versuchen, quasi, falls am Ende irgendetwas Spannendes ist, das für das nächste Mal aufzunehmen. In jedem anderen Fall sehen wir uns quasi in dem nächsten Level wieder, wenn es heißt Commander Keen Randomizer. War jetzt ein kurzer Part, aber um ehrlich zu sein, da bin ich jetzt selbst nicht traurig drum, weil es war ein harter Start in die Woche und ja, ein bisschen ausspannen tut mir sicherlich auch gut. Und ja, wir lassen mal den Tankrobot etwas erledigen, wofür man in Commander Keen einzelnenweise stundenlang, okay, nicht unbedingt stundenlang, aber wo man zumindest eine lange Zeit mit einigen Leben farmen muss. Und zwar den Vortican Commander erschießen und ja, wir werden uns dann hoffentlich beim nächsten Mal sehen, wenn ich dieses Level gemeistert habe. Und ja, so wie immer würde ich sagen, grüßt mir die Sonne und macht's gut.